Weißt du, das ist so wie Super Mario. Du bist im ersten Level und hast du kleine doofe Pilze, die du besiegen musst. Und aber im richtigen Leben, im Endgame, hast du den Endgegner, das sind dicke Schweine. Weißt du, die sind echt schwer zu schaffen. Und ich würde doch behaupten, dass all meine vorherigen Beziehungen mich zwar ein bisschen aufgebaut haben, also so Level 1, aber jetzt habe ich den Endgegner. Also nicht das dicke Schwein noch. The future is now, now. Hallo, ihr geliebten Kinder Gottes. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet haben. Heute wieder mit einer neuen Bart-Talk-Folge. Ja, worum geht's denn, Ellen? Ja, es geht um uns beide. Ach so. Da willst du nicht drüber reden, ne? Das ist immer... Dann schalten jetzt alle ab, wenn es nur um uns beide geht. Nee, ich glaube nicht, dass sie abschalten. Denn es geht heute um das Thema Treue. Das Thema hatten wir schon mal kurz angerissen in einem Q&A. Da ging es darum, was wir unter Treue verstehen. Und wir haben diesen komischen Begriff kommunikative Treue benutzt, haben das aber nicht so weit ausgeführt und dachten deswegen, wir reden da heute nochmal miteinander drüber. Was für Ellen uns Treue dachte ist. Naja, weil wenn wir von Treue reden, wird uns ja sowieso gesagt, wir sind queer, also haben wir sowieso den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als mit irgendwelchen fremden Menschen rumzupoppen. Promiskuitive Lebensweise. Ja. Fachwort. Ursprünglich nur auf die Schwulen angewandt, bezieht sich das ja aber oft auf die ganze queere Lebensweise, dass unser ganzes Leben nur von diesem Thema Sex bestimmt ist. Ja. Und darum soll es also heute gehen. Es gibt also... Es geht darum, dass wir rumpoppen? Nein, darum geht's nicht. Steffi kurz sprachlos zu bekommen, ist auch nicht schlecht. Man kommt zum Thema. Ja, es geht um Treue. Okay, also, dann mach mal einen gekonnten Einstieg. Gekonnten Einstieg. So, also was ganz oft vorkommt und worüber wir, als wir jetzt gesagt haben, wir machen diese Folge, worüber ich heftigst mit Steffi mich auch noch auseinandergesetzt habe, ist der Punkt, dass in unserer christlichen Tradition immer gesagt wird, es gibt die 10 Gebote, das sagt wahrscheinlich den meisten noch was, und eins davon heißt, ich bin dein Gott, dein Einziger, und du sollst keinen anderen Götter neben mir haben. So. Und dieses Gebot der Exklusivität, dass nur ein Gott pro Mensch da ist, das wurde dann auch immer wieder übertragen auf zwischenmenschliche Beziehungen. Also ein Mensch, Ehe. Nicht nur ein Mensch, ein Mann, eine Frau und so. Und das ist geil, dass das Wort für Ehe bei dir ist. Nee, ich glaube, das ist das Wort für Ehe, ne? Also in der Gebärdensprache. Aber das wurde immer so übertragen und das war ja auch dein Ausgangspunkt für heute. Naja, ich habe halt schon gedacht, dass das meine Gottesbeziehung soll ja eine exklusive sein und er fordert es ja auch, nicht nur in den 10 Geboten, sondern Jesus hat es ja in einer Bergpredigt, richtig? Aufgenommen. Matthäus 5 bis 7. Oh, die einzige Bibelstelle, die ich zitieren kann. Nein, Spaß. Aber jedenfalls, genau, ich komme immer ab, weil ich prallen muss, weil ich immer so unsicher bin, weil ich denke, ich muss hier so zeigen, was ich kann. Wo waren wir? Und ehrlich bin ich drin. Du hast gedacht, dass wenn man nur einen Gott hat, darf man auch nur einen Menschen lieben. Ach so, ja, naja, zumindest ist es darin schon angelegt. Ja. Aber ich weiß ja auch, dass es in der Bibel andere Geschichten gibt. Die haben wir ja auch schon mal alle irgendwie ein bisschen aufgedröselt. Hier der Link zu dem Video. Genau. Und noch dazu muss man sagen, also wenn wir jetzt mal Maria als Sonderperson außen vor lassen, gab es bisher noch nicht so viele Menschen, die mit Gott Sex hatten. Maria hat auch keinen Sex mit Gott. Man weiß nicht genau, wie man die Fürsten hat sie überschattet. Ich finde, es gibt sehr schöne Begriffe für Sex und vielleicht versteckt sich dahinter etwas Ähnliches. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, alle anderen Menschen, glaube ich, hatten keinen Sex mit Gott. Und noch dazu bete ich zu Gott und nicht zu meinem Ehepartner. Von daher würde ich sagen, prinzipiell, sorry, aber vergleich diese beiden Dinge einfach nicht miteinander. Okay, also meine Gottesbeziehung ist monotheistisch. Ein Gott. Aber das sagt noch nichts darüber aus, wie deine zwischenmenschlichen Beziehungen sind. Okay. Würde ich sagen. Und dann, ganz wichtig, was ich jetzt auch nochmal unterscheiden möchte, ist, wenn wir nämlich von treu reden, dann wird ja so allgemein immer darunter gefasst, so, warst du mit jemand anderem im Bett oder nicht? So, das ist doch das, was man so unter Treue immer kennt. Und, warst du? Gibt's den Treue-Test. Ich würde sagen, 1:1 in Sprachlosigkeit. Hä? Dann musst du mir einen Treue-Tester doch dann auf den Hals schicken, weil das gibt es dann ja auch sogar Fernsehsendungen, die Treue testen, wo dann so ein Lockvogel hingeschickt wird. Das wäre so ein geiler Vlog, ey. Das, wenn du mir treu... Ich sehe mich schon hinter so einer Mauer. Okay. Ja, jedenfalls halte ich persönlich das für totalen Schwachsinn, weil das für mich nicht Treue ist. Für mich ist Treue nicht danach ausgerichtet... Aber sag doch nicht Schwachsinn, das finde ich auch zu hart. Sag, du, halte das du aber. Willst ich Botschaften? Ha? Ja, ich halte das für Schwachsinn. Ich Botschaft.
Ja, aber Schwachsinn ist so hart. Okay, also, ich persönlich bin diesem Git-Konzept nicht zugeneigt. Du verarscht mich. Ihr findet auch, sie verarscht mich. Man kann es so verstehen, gar keine Frage. Allerdings ist für mich damit Treue irgendwie total abgewertet, weil Treue viel, viel, viel mehr ist. Okay, das verstehe ich ja. Das ist doch aber schon mal was. Aber viel, viel mehr heißt nicht, dass das andere gar nicht zählt, verstehst du? Ja. Aber wenn wir zum Beispiel uns mal eine Beziehung vom Ende her angucken. Eine Beziehung geht zu Ende. Das heißt, die sexuelle Treue endet dort, weil es gibt keinen Sex mehr. Okay, manchmal hat man noch Sex mit dem Ex und so. Versöhnungssex. Aber, ja, aber so davon abgesehen ist eigentlich kein Sex mehr am Ende einer Beziehung vorgesehen. So im klassischen Konzept. Aber ich finde, dieser Punkt, dass man sich einmal Treue versprochen hat, dieser Punkt bleibt trotzdem. Wenn wir uns jetzt trennen würden, würde ich nicht losziehen und der ganzen Welt von deinem Innenleben erzählen, was ich erfahren habe in der Zeit, als wir beide exklusiv zusammen waren. Und ich finde, dieser Punkt der Treue, der bleibt. Und das ist für mich kommunikative Treue. Aber wenn ich mich doch an dir rächen will? Genau, aber sorry, da kannst du jetzt nicht sagen, dass das gerade eine gute Art ist, mit Menschen umzugehen, sich aneinander rächen zu wollen. Ja, okay. Ja, da hast du vielleicht recht. Vielleicht unbedingt, ich habe immer recht. Das macht dich zu arrogant, deswegen hast du gerade nicht recht. Aber sei es drum. Ja, okay, ich verstehe den Punkt, dass das treue Verhältnis bestehen bleibt, auch wenn die Beziehung auseinander ist. Genau. Das halte ich für total wichtig. Und wenn man aber Treue nur an Sex koppelt, dann sagt das noch nichts über einen verantwortlichen Umgang miteinander aus. Okay, also haben wir zwei Arten erstmal von Treue. Wir haben die sexuelle Treue und wir haben die, wie wir sie nennen, kommunikative Treue. Okay, verstehe ich. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass nicht beide zählen müssen. Weißt du, wie ich das meine? Also es kann ja beide Treuen wichtig sein. Auch wenn ich zwei Treuearten habe, heißt es ja nicht, dass man jetzt hier Sex haben kann mit anderen. Wo ist dann nämlich, ich habe nämlich noch eine dritte Art von Treue, nämlich die romantische Treue. Was soll das denn sein? Na dieses, ich finde es ja schön, dass ich nur alles mit dir teile. Ja, das kann doch auch deine Ansicht sein, dass du alles nur mit mir teilst. Und wenn das deine Beziehungsansicht ist, dann ist das deine Beziehungsansicht, aber das heißt ja nicht, dass das für alle gilt. Denn es gibt ja zum Beispiel auch offene Beziehungen. Offene Beziehungen, nur zur Erklärung, bedeutet, es gibt ein Paar, das ist zusammen. Diese beiden einzelnen Individuen haben aber durchaus, wenn sie möchten und das miteinander abgesprochen ist und alle davon wissen, auch mit anderen Menschen Sex. Sex, nicht mehr. Ja, aber das heißt doch, man kann das so voll trennen. Ich würde ja niemals sagen, ich könnte Sex mit jemandem haben, mit dem ich keine Beziehung habe. Genau, und das sagt viel über dich aus, aber nicht über das Konzept sexueller Treue. Mich überzeugt das noch nicht, Frau Radke. Okay, dann schauen wir einmal auf polyamore Beziehungen, wie das dort läuft. Erklär das mal. Polyamore Beziehungen sind anders als offene Beziehungen. Das heißt, eventuell sind zwei Menschen miteinander fest zusammen. Die sind aber nicht nur miteinander fest zusammen, sondern haben auch noch andere Partner, mit denen sie auch zusammen sind. Wie weit kann das gehen? Theoretisch ins Unermessliche. In diesen Beziehungen ist aber die kommunikative Treue noch mal viel stärker und wichtiger gefragt. Es geht um viel mehr Reden, um viel mehr Planen, um viel mehr Verantwortung. Deswegen ist das irgendwann schon begrenzt. Wenn ich die Bedürfnisse meiner PartnerInnen immer noch ernst nehmen will, kann ich das nicht ausweiten auf 100 Leute. Ah, ich verstehe das, aber das heißt, jetzt aber zurück zur Treue für polyamore Beziehungen, was? Dass die sogar diese kommunikative Treue ausweiten auf mehrere Partner. Dass die nicht aber nur. Da kann ich doch nicht von Treue reden, wenn ich. Dann ist Treue überhaupt nichts Exklusives mehr. Es ist nichts exklusiv zweier Partnerschaftliches, muss es nicht sein, aber kann es sein. Du würdest sterben, wenn wir in einer polyamoren Beziehung wären. Das würdest du auch sterben. Dein Wunsch nach Exklusivität wenn würde das gar nicht. Wenn ich noch eine heißere Frau an meiner Seite habe, würdest du mega sterben. Wer weiß. Aber es gibt ja niemanden, der heißer ist als du. Oh, das war jetzt. Siehst du, wie höflich ich bin? Aber ich glaube tatsächlich, das hat viel mit einem selbst zu tun. Und das ist, glaube ich, etwas, was man im Laufe seines Lebens lernen muss, zu wissen, wer man selber ist und was für eigene Bedürfnisse man hat. Dieses Mann führt eine Beziehung so und so, bringt einen da echt in Probleme. Sondern es geht eben darum, was ist dein Wunsch? Und du bist der monogamste Mensch, den ich kenne.
Für dich würde es nie in Frage kommen, mit anderen Sex zu haben oder jemanden anderen gleichwertig als Beziehung noch neben mich zu stellen. Das passt überhaupt nicht super, zu dir. Super, wenn du jetzt sagst, sie kann sich das vorstellen, schreib mir doch einfach Kontaktaufnahmen. Das schützt einen doch auch. Was heißt das, und schützt dann einen? Aber ja, wenn für mich könnte jetzt Polyamorie könnte für mich gar nie in Frage kommen, weil ich mit dir zusammen bin. Und wenn ich mich für dich entscheide, heißt das, ich lebe mit dieser Konsequenz, die ja auch durchaus ihre Vorteile hat, einer monogamen Beziehung. Okay, also wir halten fest, wir leben nicht Polyamor. Wir leben nicht Polyamor. Gut. Aber das hat halt nichts damit zu tun, ob man einander treu ist oder nicht. Und ich finde, das ist halt vom Festhalten ganz, ganz wichtig, wenn es um Beziehungen geht. Ich komme immer noch nicht darüber hinweg, dass das, also das Treue nicht auf zwei ist. Sondern dass man Treue auch ausweiten könnte. Also ich sehe ein, dass man das leben kann und dass das, ich würde darüber auch nicht werten. Auch ich sehe auch ein, dass das mein Wunsch nicht wäre oder meine Lebensform. Aber mir fehlt doch noch dieses Romantische, dieses Besondere. Ich möchte doch das Besondere sein. Okay, aber jetzt musst du stark sein. Bevor ich mit dir zusammen war, war ich auch schon mit anderen Menschen zusammen. Und ich habe vor dir auch schon geliebt. Ja, aber nicht so, wie du mich liebst. Und dann versuchen wir nämlich Wertigkeiten in der Liebe aufzumachen. Und das ist, finde ich, dann wirklich schwierig. Das finde ich gar nicht schwierig. Du bist die ich heiraten wollte. Aber trotzdem habe ich auch vorher schon geliebt. Und diese Erfahrung, dass ich ein Leben habe, in dem ich mehrere Menschen lieben kann, diese Erfahrung machen andere Menschen gleichzeitig. Ja, das verstehe ich. Nur weil aber die das Zeit, ist trotzdem das nacheinander und nicht. Genau, also ist es nur, das ist ja aber nur ein Zeitproblem. Von der Liebe her, von dem, wie Gott mich scheinbar geschaffen hat, kann ich mehrere Menschen lieben. Ja, aber das ist ein Unterschied, ob ich sozusagen. Weißt du, das ist so wie Super Mario. Du bist im ersten Level und hast du kleine doofe Pilze, die du besiegen musst. Und aber im richtigen Leben, im Endgegner, hast du den Endgegner, das sind dicke Schweine. Weißt du, die sind echt schwer zu schaffen. Und ich würde doch behaupten, dass all meine vorherigen Beziehungen mich zwar ein bisschen aufgebaut haben, also so Level 1, aber jetzt habe ich den Endgegner. Also nicht das dicke Schwein nochmal drin. Ja, warte, wo waren wir eigentlich? Wir waren da, dass mich die anderen Liebesbeziehungen vorbereitet haben auf dich. Genau, und das wertet doch die Beziehung vorher ab. Das war doch kein Vorbereitungs-Ehe-Seminarkurs. Nein, das ist der Lauf des Lebens. Das hatte doch einen ganz eigenen Wert. Aber ich bin doch viel wertiger. Du bist aber doch nicht wertiger. Du bist nur der Mensch, mit dem ich jetzt gesagt habe, ich teile mit dir. Ja, das hast du mit den anderen nicht, weil die nicht in der Lage waren und es nicht wert war. Ich schon. Die waren es nicht wert? Naja, zumindest haben sie es nicht geschafft. Genau, es hat aus welchen Gründen auch immer nicht geklappt. Genau, also bin ich doch cooler. Also auf jeden Fall bist du cooler, wenn du Mann, das jetzt... Du weißt, was ich meine, das hört sich so... Aber verstehst du das nicht? Ich verstehe das von mir. Das ist doch total blöd, wenn du mich mit den Echsen da vergleichst. Nein, genau, du vergleichst dich. Nein, du sagst... Du bist stellst wertiger. Die hier so... Ja. Ich Botschaften. Hä? Du machst hier so den. Aber ich würde dir sagen, es ist so. Quantitativ gesehen würde ich dir da sowieso vollkommen recht geben. Ich war mit keinem Menschen auf der Welt so lange zusammen wie mit dir. Ja. Also aber schon alleine deswegen. Quantitativ und Qualität okay, ja auch. Wir halten fest, Steffi ist auf jeden Fall der wichtigste Mensch in meinem Leben und es wird nie wieder einen Menschen geben, der mir so wichtig darum ist. Darum geht's doch überhaupt aber nicht. Aber diese Erfahrung, dass man mehr Menschen als einen lieben kann, ist, glaube ich, eine, die viele Menschen gemacht haben. Ja, aber hier geht es nicht darum, ich habe auch schon mal jemand anderen geliebt außer dich. Das ist ja gar nicht das, was ich meine, aber es ist doch ein Unterschied, ob ich nacheinander liebe oder ob ich gleichzeitig liebe. Und ich glaube, liebe. Der Unterschied ist nicht allzu groß. Und da gehen wir auseinander. Ja. Und ich glaube auch einfach, dass das... Eine Barfolge ohne Happy End. Wieso? Das ist doch jetzt mal, also wirklich so, also natürlich ist es jetzt schon wieder Thema Sex oder was auch immer, aber das ist evangelisch. So, man muss nicht am Ende einer Meinung sein. Es gibt verschiedene Meinungen zu dem Thema. Und für dich geht es nicht, mehrere Menschen gleichzeitig zu lieben. Es gibt aber Menschen, die für offen dastehen. Für dich auch nicht? Es gibt aber Menschen, die offen dastehen und sagen, ich liebe zwei Menschen. Den kannst du das dann noch nicht absprechen. Nein, tue ich ja auch gar nicht, tue ich auch überhaupt nicht. Aber ich kann mir das auch nicht
Das ist ja völlig in Ordnung, wirklich, ja. Und ich würde darüber auch nie richten, weil es gibt viele Lebenskonzepte und die können schon stimmig sein für jeden Einzelnen. Und man kann auch nicht alles über, jedes Familienkonzept ist nicht gleich schon alleine. Wenn es ja mal auseinandergeht, sind ja da vielleicht noch Kinder und man muss ja wieder gucken, wie das alles zusammenpassen kann. Aber ich tue mich schwer, das Monogame so. Also ich finde immer, das hat so eine gewisse, das wird immer zu so einem Vorwurf. Oh, das ist so mittelalterlich, klingt da an, und das war, ist so ein Konstrukt, und dann kommt am besten noch in der Tierwelt, sieht das ganz an, genauso aus, die können ja auch und so mit mehreren. Verstehe ich ja alles, aber ich finde, trotzdem muss festgehalten werden, dass die monogame Beziehung auch was Schönes sein kann. Absolut. Aber das spricht dir doch niemand ab, nur weil es die Erfahrung gibt, dass es auch anders schön sein kann. Ja, aber okay, dann ist ja gut. Also ich möchte keinerlei Wertung in diesen Beziehungen aufmachen, sondern einfach nur dafür werben, wenn ihr über Treue nachdenkt, wenn ihr sagt, ich wünsche mir jemanden, der treu ist, dann denkt für euch selber nochmal darüber nach, was das für euch ist, was euch daran wirklich wichtig ist, und dann redet miteinander darüber. Ich glaube, die Vorstellungen gehen teilweise wirklich auseinander, und wenn ihr euch dann auch dafür entscheidet, dass Treue für euch etwas nicht exklusiv Zweierbeziehungstechnisches ist, dann erst recht reden, reden, reden. Kommunikative Treue halte ich tatsächlich für das Wichtigste in jeder Beziehung. Und ich glaube, da treffen wir uns zumindest. Ja, wir treffen uns nur nicht da drin, mit wie vielen Menschen man kommunikativ treu sein kann. Genau, da treffen wir uns nicht drin. So now you're here again. Ich hoffe, du pflegst meine Version. Ganz sicher, wir haben ja schließlich drüber geredet. Ach so. Genau. Meinst du? Ja, ich habe das Gefühl, wir haben darüber noch nicht ausschließend diskutiert. Und wenn ihr auch das Gefühl habt, dann schreibt uns doch hier unten in den Kommentaren eure Meinung zu dem Thema. Treue, monogam oder auf mehrere ausgeweitet. Und wie ihr das so mit der kommunikativen Treue, der sexuellen Treue und der romantischen Treue so handhabt. Ach ja, und Glocke drücken und... Abonnieren. Ach nee, kommentieren. Abonnieren, kommentieren, blockieren. Genau. Also lasst uns einfach ein Like da. Immerhin vertreten wir ja auch nicht eine, sondern zwei Positionen. Da kann man einfach ein Like da machen. Sie hat immer nicht verstanden, dass wir nur eine Position, eine andere Meinung, aber wir vertreten nur die eine Position. Also bleibt behütet. Ciao. Tschüss.